Knapp 100 Menschen kamen auf den Rahlstädter Friedhof in Hamburg, um von einem Mädchen Abschied zu nehmen, das ihnen eigentlich fremd war. Mein Name ist Thies Hagge, ich bin Pastor der Friedenskirche in Hamburg-Jenfeld. Jessica, wir wussten nichts von dir. Das war auf vielen Kränzen zu lesen. Ich stehe hier am Grab von Jessica, einem 7-jährigen Mädchen, die heute genau vor 16 Jahren hier von mir beerdigt wurde und dessen Schicksal in ganz Deutschland wahrgenommen wurde. Jessicas Eltern waren bei der Beerdigung ihrer Tochter nicht dabei. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Mitten in der Stadt, in einer Hochhaussiedlung mit vielen Menschen drumherum, verhungert ein Kind und keiner bekommt es mit. Wie kann das sein? Haben wir etwas übersehen? Hätten wir etwas merken müssen? Hätten wir einschreiten können? Es gibt viele Sachen, die habe ich vergessen aus meiner Regierungszeit. Aber das ist ein Fall, den kann ich nicht vergessen. Das sitzt zu tief. Warum musste Jessica sterben? Wieso hat niemand ihr Leid wahrgenommen? Hätten die zuständigen Behörden Jessicas Tod verhindern können? Die Antworten auf diese Fragen werden viel darüber verraten, wie kleine Lücken im System in einer großen Katastrophe enden. Jessica stirbt nach jahrelangen Misshandlungen in Hamburg-Jenfeld, dem Stadtteil von Hamburg, in dem Thies Hagge als Pastor lebt und arbeitet. Es war eine unwirkliche Situation. Es war so ein bisschen wie eine kollektive Depression, die sich über den Stadtteil legte. Das ist nicht nur eine Katastrophe, die irgendwo passiert ist, sondern das ist in direkter Nähe zu mir geschehen. Das Hochhaus im Brigger Weg. Hier im 7. Stock hatte das Kind mit seiner Mutter und deren Lebensgefährten gewohnt. Kurz vor 7 Uhr hatte die Mutter die Feuerwehr alarmiert, weil das Mädchen ins Koma gefallen war. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der 7-Jährigen feststellen. Untersuchungen der Gerichtsmediziner ergaben, dass das Mädchen an Erbrochenem erstickt war. Jessicas Mutter und ihr Lebensgefährte sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Die Mordkommission ermittelt gegen sie wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts wegen Unterlassen. Wenn ich den Namen Jessica höre, was ja ein normaler Mädchenname ist, den man manchmal auch völlig so einfach auf der Straße hört, dann ist es tatsächlich bis heute noch so, dass ich Gänsehaut kriege, weil es ist so, ja, es ist einfach, sowas kann es eigentlich nicht geben, aber es gab es denn doch. Im Jahr 2005 ist Alexandra Dinges-Dierich Bildungssenatorin in Hamburg. Die Nachricht von Jessicas Tod erreicht sie im Urlaub. Ich kann mich deshalb sehr gut daran erinnern, weil es war eben kein Bürotag wie jeder andere, sondern ich war in Urlaub. Ich war im Skiurlaub und es klingelte das Telefon und es war mein Pressesprecher dran. Der sagte, es sei was Schreckliches passiert und der erzählte mir die Geschichte von Jessica. Die damals 7-Jährige sollte hier zur Schule gehen, wird jedoch nie gesehen. Unmittelbar nachdem die Senatorin von dem Tod des Kindes erfährt, verlangt Hamburgs erster Bürgermeister Aufklärung. Als ich dann aufgelegt habe, rief Ole von Beust an. Er wollte natürlich auch Hintergründe wissen, die ich ihm nur zum Teil liefern konnte, weil das wusste ich selber alles noch nicht. Also es war die Nachricht des Jahres. Das war das Thema, was die Stadt in dem Jahr bewegt hat. Mein Name ist Stefanie Lamprecht. Ich bin Gerichtsreporterin bei der Hamburger Morgenpost
Und einer der vielen Prozesse, die ich begleitet habe, war das Verfahren gegen Jessicas Eltern. Besonders ist mir da in Erinnerung geblieben, dass sie im Magen des verstorbenen Mädchens Teppichreste gefunden haben, weil sie in ihrer Verzweiflung offensichtlich angefangen hat, den Teppich zu lösen und zu essen. Kaum einer will die siebenjährige Jessica gekannt haben. Nicht mal die, die Tür an Tür mit Jessica, ihrer Mutter und deren Lebensgefährten gewohnt haben. Sowas ist unter deinem Dach und man kriegt das nicht mit. Ne? Die läuft hier im Treppenhaus rum und kein Mensch kriegt das mit. Ne? 7 Jahre, ne? Kommt mir nicht in meinen Kopf rein. Ne? Wussten die, dass die ein Kind haben? Nee, nur Mann und Frau. Ich habe die Frau und den Mann schon öfters gesehen, aber das kleine Kind habe ich noch nicht gesehen gehabt. Dass man als Nachbar da nichts mitkriegt oder... Am Ende wog Jessica nur noch 9,5 Kilo. Die 7-Jährige war auf dem Entwicklungsstand einer 2-Jährigen. Anhand von Spuren in der Wohnung konnten Ermittler inzwischen rekonstruieren, wie Jessica hier dahin vegetierte. Sie lebte hier oben eingesperrt in einem abgedunkelten Zimmer. Das 7-jährige Kind konnte weder sprechen noch laufen. Liebe Jessica, sei sicher, es war nicht deine Schuld. Wir haben ein paar Tage nach dem Tod von Jessica in dieser Kirche einen Gottesdienst gefeiert. Das sollte ein Trauergottesdienst sein für die Menschen, die von diesem Tod betroffen waren. Vergebliche Parkplatzsuche rund um die Kirche. So groß war der Andrang. Und das, obwohl die meisten Besucher noch zu jung zum Autofahren waren. Es war so, dass fast jeder, der hier in Jenfeld gelebt hat zu dem Zeitpunkt, davon betroffen war. Also Leute, die sich schuldig fühlten und versuchten, klarzumachen, dass es aber nicht war, und damit sicher eigentlich kämpften. Man fühlte sich hilflos und wusste nicht, wie man mit dieser Situation umgehen soll und was es für einen selber bedeutet. Es war selbstverständlich kein normaler Beerdigungsgottesdienst, weil weder die Leiche des Kindes da war, die war in der Gerichtsmedizin, noch waren die Eltern da, die waren im Gefängnis. Aber es waren unglaublich viele Menschen tatsächlich gekommen. Diese Kirche war total überfüllt. Wir erleben in diesen Tagen hier in unserem Stadtteil, in den Dingen, die mit Jessica geschehen sind, Grausamkeit, Gewalt, ungebremste Bosheit. Am Ende dieses Gottesdienstes, da stand ich da hinten an die Wand gelehnt und mir kamen die Tränen. Ich war einfach überfordert von dieser Situation, weil ich auch selber keine Antworten darauf hatte, wie konnte das passieren, was da geschehen ist. Wo waren die Zuständigen? Warum haben sie das nicht verhindert? All diese Fragen standen im Raum. Journalisten im Allgemeinen haben in dem Fall natürlich die Aufgabe gehabt, aufzuklären, was schiefgegangen ist und da auch den Finger drauf zu legen und zu sagen, das kann so nicht weitergehen auf Behördenebene. Thank you.
Jessica war für mich der erste Fall, wo mir bewusst wurde, was es eigentlich heißt, politische Verantwortung zu haben. Solche Fälle können nur passieren, wenn es irgendwo Lücken gibt. Das sind wir dem Kind gegenüber auch schuldig, dass wir ganz, ganz schnell aufklären, warum das passieren konnte. Die Grundschule Oppelner Straße, in die Jessica eingeschult werden sollte. Hier ist sie nie erschienen. Jessica, die keiner kannte, keiner sah, die nicht zur Schule ging. Wo waren die Behörden, steht hier geschrieben. Also das Wichtigste war, dass wir dann sofort eine Besprechung machen bei mir. Und zwar mit allen Mitarbeitern, die in solchen Fällen einbezogen werden. Und jeder hat aus seinem Aufgabenbereich erzählt, was er zu tun hat, wenn ein Kind nicht in die Schule kommt. Jessica ist ja damals so knapp 6 Jahre alt gewesen. In Kontakt ist die Schule gekommen, weil das Einwohnermeldeamt der jeweiligen Schule eine Liste mit Namen schickt von den Kindern, die dran sind, dann im Sommer eingeschult zu werden. Jessicas Eltern sind eingeladen worden von uns, wie die anderen auch. Darauf hat es keine Reaktion gegeben. Ein paar Wochen später verschickt die Schule einen zweiten Brief. Bitte kommen Sie mit Jessica am 13.02. um 8.30 Uhr in unsere Schule. Und wieder keine Reaktion. Mit der dringenden Bitte, sich doch bei uns zu melden wegen der Einschulung, haben wir ein drittes Schreiben verfasst. Daraufhin haben wir keine Reaktion erfahren. Schulleiter Peter Brasch versucht es weiter. Er bittet einen Schüler, der im selben Haus wohnt, zu gucken, ob es die Familie überhaupt gibt und ob dort ein kleines Mädchen wohnt. Der Schüler erzählt später offenbar, er habe 2 Erwachsene gesehen. Aber von einem Kind wisse niemand etwas. Die Schule gibt den Fall nun ab an die zuständige Stelle bei der Bildungsbehörde. Wir waren arm und arglos, als wir das weitergegeben haben, weil es jedes Jahr so war, dass eine Handvoll Kinder auf der Liste standen, die aber nicht bei ihren Eltern wohnten. Das war kein besonderes Ereignis. Eine Schlüsselrolle in diesem Drama spielt die behördlichen Beratungs- und Unterstützungsstellen Rebus. Es war ja damals so, dass Rebus alle Fälle, die es in dieser Art in der Stadt gab, zu behandeln hatte und dorthin fuhr und gesucht hat. Ein Mitarbeiter von Rebus bearbeitet den Fall Jessica weiter, vorschriftsgemäß. Er verzichtet jedoch darauf, das Jugendamt zu informieren. Formal handelt er korrekt, trifft dennoch eine fatale Fehlentscheidung. Alle Besuche, alle Briefe an die Mutter blieben erfolglos. Auch einen Bußgeldbescheid ignorierte sie. Er hätte sich an das Jugendamt wenden können, damit dieses nach dem Rechten schauen kann. Doch der Mitarbeiter entschied anders. Das nennt man Ermessungsspielraum. Viele fragen sich, warum der Schulbesuch von den Behörden nicht konsequent durchgesetzt wurde, wenn nötig mit Polizeigewalt. Hat es eine Amtspflichtverletzung gegeben, um es mal so grob zu sagen? Das war völlig klar, nein, hat es nicht. Da kann man immer sagen, sich zum Trost vielleicht, formal hat man das richtig gemacht und hat das alles korrekt gemacht, aber es bleibt immer ein Rest dabei, sich zu fragen, hättet ihr irgendwas merken müssen und früher einschreiten können? Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Staat im Fall Jessica nicht da war. Er war schon da, aber er war handlungsunfähig. Und er war nur deshalb handlungsunfähig, weil es 2, 3 Vorschriften gab, die sich in solchen Fällen widersprochen haben, sodass keiner reagiert hat. Das war ja das Verheerende. Der Rebus-Mitarbeiter steht 3-mal vor der Haustür der Familie, klingelt. Niemand öffnet. Am Ende vertraut er Aussagen von Nachbarn. In dieser Wohnung lebe kein Kind. Er geht daher von einem sogenannten Meldefehler aus. Die Daten der Einwohnermeldeämter sind in dieser Zeit oft lückenhaft. Um wirklich sicher zu gehen, hätte sich der Rebus-Mitarbeiter Zugang zur Wohnung verschaffen müssen. Doch das darf er nicht. Diese Befugnis haben damals nur die Jugendämter.
Das Jugendamt durfte auch nicht tätig werden, weil sie keine Anzeichen für eine Kindeswohlgefährdung haben. Dazu bedarf es etwas mehr als die Tatsache, dass jemand nach dreimaliger Ermahnung nicht zur Schule kommt. Jessicas Martyrium offenbart immer mehr Lücken im System. Jessica ist das vierte Kind von Marlies S. Ihr erstes gibt sie wenige Monate nach der Geburt zur Adoption frei. Für zwei weitere wird ihr das Sorgerecht entzogen. Diese Informationen liegen weder der Schulbehörde noch dem zuständigen Jugendamt in Hamburg-Wandsbek vor. Noch ein Systemfehler. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen, dass, wenn Eltern von einem Bezirk in den anderen gezogen sind, die Jugendämter nicht miteinander kommuniziert haben. Das ist ja, fragt man sich ja, wie das sein kann. Dass es leider zu so einem tragischen Fall kommen musste, erst um das zu erkennen, ist nicht rückgängig zu machen, aber es zeigt natürlich schon, dass vielleicht manche Dinge nicht sorgfältig genug abgestimmt werden. Leben in der Anonymität, Wohnblock an Wohnblock, wo Behörden nicht mal wissen, ob ein Kind noch bei seinen Eltern lebt. Fast ein Drittel der Jenfelder Bevölkerung lebt in der Hochhaussiedlung, die 1972 erbaut wurde. In die Wohnung im Briegerweg ist Jessica mit ihrer Mutter und deren Lebensgefährten im Jahr 2000 gezogen. Man muss sich klar machen, dass meine Gemeinde, die Friedenskirche hier in Jenfeld, etwas gewesen ist bis zu dem Zeitpunkt wie eine bürgerliche Enklave in einem sozialen Brennpunkt. Wir haben hier wirklich volle, schöne Gottesdienste gefeiert. Und das war eine Welt, die in sich gut anfühlte und so schön und in Ordnung war. Und gleichzeitig passierte diese Tragödie. Und das war ein Schock. Es kann nicht sein, dass wir hier fromme Lieder singen, während um uns herum Dinge wie das Schicksal von Jessica passieren. Und seitdem war mir persönlich dann klar, gehe ich hier entweder weg, weil ich nicht mehr aushalte, in so einem Stadtteil zu arbeiten, oder ich will, dass sich in meinem Leben, in meinem Dienst, in meiner Gemeinde radikal etwas ändert. Thies Hagge bleibt. Und verändert Jenfeld. Er wird die Arche gründen, einen Ort für Kinder und Jugendliche. Ich glaube, dass man konkret nicht alles Fürchterliche verhindern kann. Aber wir wollen Kindern und Familien beistehen in den ganz besonderen Herausforderungen, die sie in einem sozialen Brennpunkt haben. Am 11. März 2005, 10 Tage nach ihrem Tod, wird Jessica beerdigt. Der kleine Sarg, er war am Morgen aufgebahrt worden in der Friedhofskapelle. Eine Trauerfeier gab es allerdings nicht. Der Pastor sprach hinter verschlossenen Türen ein Gebet für Jessica und wenige geladene Gäste. Ich als Pastor habe mich in dem Moment gefühlt als derjenige, der jetzt auch dazu beiträgt, dass dieses Mädchen ein würdiges Begräbnis bekommt. Nicht einfach irgendwo verscharrt wird. Knapp 100 Menschen kamen trotz Wind und Eisregen auf den Rahlstädter Friedhof in Hamburg, um von einem Mädchen Abschied zu nehmen, das ihnen eigentlich fremd war. Einige hundert Meter sind es bis zu dem Teil des Friedhofs, der für Kinder reserviert ist. Hier in Grab Nummer 13 wird Jessica ihre letzte Ruhe finden. Das Ganze war von der Stimmung her eine unendlich traurige Situation, aber andererseits auch irgendwie wohltuend, dass so viele Leute gekommen waren und Jessica wenigstens jetzt im Tode die Beachtung fand, die sie ihr Leben lang nicht gehabt hatte. Auch Bürgermeister Ole von Beust und Bürgerschaftspräsident Bernd Röder gaben Jessica das letzte Geleit. Blumengewinde von Senat und Bürgerschaft stehen am offenen Grab von Jessica. Ich war nicht auf der Beerdigung des Mädchens, weil wir eine Übereinkunft hatten im Senat, dass bei ganz besonderen Fällen
eine Person den Senat vertritt. Und deshalb war es wichtig, dass Ole von Beust hingeht, denn höher geht es nicht. Da hätte man jetzt zynisch sagen können, na, du hättest ja auch mal früher oder so und du hättest vorher was unternehmen sollen, jetzt brauchen wir dich auch nicht mehr. Aber mein Gedanke war eher, es ist gut, dass er jetzt dann doch kommt. Es hilft Jessica nicht mehr. Aber es ist ein Zeichen auch an die Bevölkerung, dass sich jetzt was ändern wird. Dass es so nicht weitergeht. Zu einem Streit ist es hier heute nicht gekommen. Im Gegenteil, es herrschten tiefe Trauer und Nachdenklichkeit bei allen Fraktionen und beim Senat. Bildungssenatorin Alexandra Dinges-Dierich hat die Konsequenzen dargestellt, die aus diesem Vorfall gezogen werden sollen. Meine Damen und Herren, dieses Verfahren, das in den vergangenen Jahren in diesen Fällen durchgeführt wurde, war aus heutiger Sicht bei Jessica eindeutig ein tragischer Irrtum. Das Wohl des Kindes, die Sicherheit des Kindes ist an allererster Stelle und alle Maßnahmen, die dafür ergriffen werden, haben die Rückendeckung der Politik. Heute hat sich der Senat mit dem Fall Jessica auseinandergesetzt, Fehler gesucht und gefunden und vor allem Konsequenzen gezogen. Auf ihr lastet in diesen Tagen der größte Druck. Bildungssenatorin Dinges-Dierich hat am Mittag im Senat ihren Bericht über den Fall Jessica vorgelegt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das nicht so als Druck empfunden habe. Es war mehr der Druck da, so schnell wie möglich etwas zu ändern, dass das so nicht mehr passieren kann. Das war der Druck, den ich empfunden habe. Und habe gesagt, er darf auch nicht einmal mehr 3 Tage zu viel verstreichen. Künftig soll der sogenannte Schulzwang eingeführt werden. Damit können Mitarbeiter der Beratungsstelle Rebus Zugang zur Wohnung bekommen. Außerdem möchte die Bildungsbehörde ein zentrales Schülerregister anlegen. Bleibt ein Kind der Schule fern, wird sofort das Jugendamt eingeschaltet. Überall da, wo der Mensch ins Spiel kommt und entscheiden muss, mache ich es oder mache ich es nicht, da haben wir versucht, dieses zu verengen, damit uns diese Kinder eben auffallen und wir handeln können. Die Mutter und ihr Lebensgefährte stehen seit heute vor dem Schwurgericht. Die Anklage lautet auf Mord und Misshandlung Schutzbefohlener. Der Zuschauereingang der Strafjustiz. Schon 1,5 Stunden vor Prozessbeginn standen die Menschen an, um dabei zu sein, wenn der Staatsanwalt die Anklage verliest. Die richtige Strafe wäre normalerweise die Todesstrafe. Und ich möchte die Leute sehen, die sowas gemacht haben und wie die sich dazu äußern. Es war der Prozess des Jahres. Es war ein riesiges Medieninteresse, natürlich auch überregional. Man geht in so einen Prozess rein und fragt sich, wie sehen die Angeklagten aus? Was sind das für Menschen, die ihr Kind verhungern lassen? Und dann sieht man da ein ganz normales Paar sitzen. Der Staatsanwalt nannte in seiner Anklage erschütternde Details der Qualen, die Jessica über Jahre erlitten haben muss. Marlies S. und Burkhard M. hätten beschlossen, das Kind sterben zu lassen. Ich weiß noch, wie ich damals so diesen Gedanken entwickelte, ich müsste eigentlich die Eltern im Gefängnis besuchen. Und ich weiß noch, das erste Treffen war so, dass sie erstmal eine ganze Zeit einfach nur geweint hat. Und in mir, der ich mir überlegt hatte, was ich ihr alles hätte an den Kopf werfen wollen und welche Fragen ich ihr stellen wollte, schwand im Grunde all das, als ich dieses Häufchen Elend sah. Richter, Journalisten und Zuschauer hatten große Probleme, die Angeklagte überhaupt zu verstehen. Leise, weinerlich und kurz angebunden antwortete Marlies S. auf die Fragen des Richters. Offenbar hat sie zu kaum einer Person in ihrem Leben Vertrauen aufbauen können.
sie hatte absolut grausame Missbrauchserfahrungen und absolut grausame Dinge auch von Verwahrlosung erlebt. Das rechtfertigt überhaupt nicht das, was sie dann ihrem eigenen Kind angetan hat. Aber es gehört zur Wahrheit also auch dazu. Elend reproduziert Elend in dem Fall. Als Konsequenz aus dem Hungertod der siebenjährigen Jessica will der Hamburger Senat Kinder besser schützen. Die zuständigen Behörden stellten heute einen Bericht über erste Maßnahmen vor. Der Schulzwang hat sich laut Schulsenatorin Dinges-Dierich bereits bewährt. Seit seiner Einführung hat die Behörde 16 Mal den Schulzwang angeordnet, 10 Mal drangen Mitarbeiter in Wohnungen ein. Wenn die Eltern nicht reagieren auf Anschreiben, dann gehen wir und machen die Tür auf. Unabhängig davon, ob das Kind nur gefährdet ist oder nicht. Und deshalb war es wichtig, hier ganz klare Verhältnisse zu schaffen. Im Mai 2005, 2 Monate nach dem Tod von Jessica, wird das Hamburger Schulgesetz geändert. Das zweite war das Schülerregister, was wichtig war. Wir mussten wissen, wo welcher Schüler wohnt. Das heißt, wir brauchten einen Abgleich mit dem Einwohnermeldeamt, um auch zu schauen, wo sind uns Kinder weggerutscht. Und das waren die zwei wichtigsten Maßnahmen, die sehr schnell umgesetzt wurden. Beides noch im Jahr 2005. Der Richter lässt keinen Zweifel an der vollen Schuldfähigkeit der Eltern. Mildernde Umstände lässt er nicht gelten. Die Eltern hätten eine gefühllose Gesinnung gezeigt. Für den Richter ist das Mord durch Unterlassen. Recht gesprochen worden, Gerechtigkeit geschaffen worden. Auch wenn das Jessica natürlich nicht wieder lebendig macht, aber die Eltern haben sich verantworten müssen und sind bestraft worden. Das finde ich ist hilfreich für die Verarbeitung solcher Fälle. Nicht nur für mich, sondern für die ganze Gesellschaft, denke ich. Das darf es nicht gewesen sein. Das hier darf nicht der Schlusspunkt sein von einer Tragödie, an die sich dann irgendwann die nächste Tragödie anreiht, sondern es musste etwas anders werden in diesem Stadtteil. Das war für mich ein Stück weit ein Wendepunkt in meinem Leben. Ich bin heilfroh, dass sich danach die Möglichkeit ergeben hat, zusammen mit der Arche eine ganz neue Kinder- und Jugendarbeit hier im Stadtteil aufzubauen. Heute eröffnete er im Gemeindehaus der Friedenskirche die Hilfseinrichtung Arche. Rund 150 Kinder konnte Pastor Hagge heute zur großen Eröffnungsparty in der Barsbütteler Straße begrüßen. Bis heute unterstützt die Arche Kinder und Familien in Hamburg-Jenfeld. Der Fall Jessica hat viele Menschen erschüttert. Ihr Tod ist damals ein Weckruf und bleibt eine Mahnung. Der Tod von Jessica hat nicht nur in Hamburg, sondern in der ganzen Bundesrepublik dazu geführt, dass es einen neuen Blick auf Kindeswohlgefährdung gegeben hat und auf die Gefahren auch, die in bestimmten Strukturen liegen. Es war mein Kind. Es war ein Kind, was bei mir unter meinem staatlichen Schutz stand. Ich musste lernen, wirklich lernen, zu akzeptieren, dass es kein perfektes System gibt. Ja, was ist das? Es ist einerseits eine Traurigkeit, auf der anderen Seite ist aber auch eine große Hoffnung verbunden, dass wir hier weiterkommen. Wir müssen immer wieder sagen, dass Kinder in hohem Maße schutzbedürftig sind und sie brauchen alle und nicht nur die Eltern. Wenn
Wenn Kinder verwahrlosen oder vernachlässigt werden, wenn sie sogar bis zum Tod gequält werden, dann trifft uns das als Gesellschaft bis ins Mark, weil es ja eigentlich die sind, die wir schützen müssen. Der Tod von Jessica hat weit über Hamburg hinaus für Entsetzen gesorgt, weil Jessica durch alle Raster, durch alle Kontrollmechanismen gefallen ist und eigentlich weder Staat noch Gesellschaft ihr helfen konnten. Welche Maßnahmen sind nach dem Fall Jessica ergriffen worden? Was hat sich verändert und wie können wir als Gesellschaft Kinder besser schützen? Darüber spreche ich jetzt mit Thies Hagge. Sie kennen ihn, das ist der Pastor aus unserem Film. Seine Gemeinde ist nur 200 Meter entfernt von dem Ort, an dem Jessica lebte und starb. Und mit Dr. Bernd Herrmann. Er ist Oberarzt für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Kassel. Und er ist der Gründer und Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin. Herr Hagge, wie ging es Ihnen damit? Da verhungert ein Kind mitten in der Gesellschaft. Keiner bekommt es mit, aber zur Beerdigung gehen dann alle. Also da zeigte sich, dass dieses Thema ganz viele berührt hat. Also ich glaube, das hing mit eigenen Defiziterfahrungen, mit eigenen Verwahrlosungserfahrungen, Hilflosigkeit, Kontrollverlust zusammen. Viele identifizierten sich mit Jessica und hatten das tiefe Bedürfnis, dem Raum zu geben in ihrem Leben. Und ich glaube auch, dass viele bereit waren, und das entstand in dieser Situation, sich dann auch zu engagieren. Und sicherlich nicht alle und so, aber doch, das war auch eine Folge dieser Tragödie, dass eine ganze Reihe von Menschen sagten, das darf nicht wieder passieren und da möchte ich dabei sein und etwas dagegen tun. Also so bitter das eigentlich ist, dass Jessica erst in ihrem Tod Beachtung empfand oder bekommen hat, so gut war es dann im Prinzip, weil doch viele Menschen einfach aufmerksamer wurden. Es ist ja so, solche Katastrophen, wenn sie passieren, sind schrecklich. Und häufig ist es so in der Wahrnehmung, da passiert eine Katastrophe und als nächstes passiert die nächste größere Katastrophe. Und es ist eine Kette von schrecklichen Dingen. Aber hier war es zumindest punktuell so, dass ein gewisser Impuls davon ausging, der Leute erreicht hat, zu sagen, das darf nicht wieder passieren, da wollen wir uns gegen engagieren. War da auch irgendwie eine Art von Scham, dass man gedacht hat, Mensch, man hätte das sehen können oder müssen? Weil es so mitten bei Ihnen in der Gemeinde passiert ist, ne? Also nach allem, was man herausgefunden hat, hat tatsächlich niemand gewusst, dass Jessica dieses Schicksal erlitten hat. Und doch war es für die Leute in meinem Stadtteil und auch für mich ein schwieriges, trauriges Gefühl zu wissen, ich habe mit meinen Kindern Weihnachten gefeiert und die glücklichen Kinderaugen gesehen und gleichzeitig hat dieses Kind in totaler Abwesenheit von Liebe da vor sich hin vegetiert. Ja, das war eine Beklommenheit, ein Schamgefühl vielleicht, das aber dann etwas ausgelöst hat. Was man ja immer hat bei der Gleichzeitigkeit von Leben sozusagen. Herr Herrmann, ist Jessica jetzt ein furchtbarer Einzelfall, von denen es natürlich immer mal wieder welche gibt? Oder geschieht Misshandlung und Verwahrlosung eigentlich viel öfter, als wir das wahrnehmen? Also ich glaube, es ist die schreckliche Spitze des Eisberges. Wir nehmen diese Fälle ganz bewusst wahr, weil sie uns eben so emotional anrühren. Und das ist auch richtig so. Und das erleben wir punktuell natürlich auch in der Klinik, in der Praxis. Der Großteil der vernachlässigt misshandelten Kinder, das ist eine ganz andere Kategorie, weil einfach dieses Elend nicht so sichtbar ist, ne? Weil es oft so unter dem Deckmantel, sag ich mal, einer normal funktionierenden Familie passiert. Um noch mal auf den Fall Jessica zu kommen, da wurde ja damals schon ein umfassendes Maßnahmenpaket beschlossen, weil man ja auch wirklich erschüttert war. Also in manchen Bundesländern sind ja zum Beispiel die U-Untersuchungen, also das regelmäßige Vorstellen der Kinder von Säuglingsalter bis Jugendlichenalter beim Arzt, verpflichtend. Hat denn das was gebracht? Werden dadurch mehr Misshandlungen entdeckt? Ich fürchte leider nicht, nein. Also 70% dieser Meldungen sind Fälle, wo es quasi ein Datenproblem gibt, wo die Meldedaten nicht richtig sind. Also viele dieser Meldungen sind Falschmeldungen. Die verpflichtenden Vorsorgen haben nicht dazu geführt, dass mehr Kinderschutzfälle erkannt werden. Und es ist ein ungeheurer großer Aufwand, den man betreibt. Und ich glaube, dass man diese Ressourcen anders besser verwenden könnte. Wie erkennen Sie denn als Arzt, ob Misshandlungen vorliegen? Es gibt ja verschiedene Formen von Misshandlung. Also körperliche Misshandlung ist, sage ich mal, die Paradedisziplin, wo wir als Kinder- und Jugendärzte erkennen müssen, ist ein angegebener Mechanismus. Also das Kind ist vom Wickeltisch gefallen
und die vorgefundene Verletzung gut miteinander vereinbar. Also ist das plausibel, was die Eltern uns erzählen? Und da gibt es sehr klare Hinweise und es gibt welche, die sind weniger klar. Und um das zu erkennen, braucht man eine gute Ausbildung. Und ich glaube, da ist so das Missverständnis, dass Ärzte das einfach so können. Als Beispiel vielleicht nur ein blauer Fleck bei einem Säugling, der prämobil ist, also sich noch nicht drehen kann. Der ist ein höchstes Alarmzeichen für uns. Das ist aber nicht sehr bekannt, weil wir wissen, bei geschüttelten Kindern haben etwa 30% solche banalen blauen Flecken im Vorfeld. Das heißt, wenn ich als Arzt nicht erkenne, ein ganz banaler blauer Fleck beim Säugling ist ein höchstes Alarmzeichen, der zu einer sehr ausgiebigen Diagnostik mit Röntgenuntersuchung, Ultraschall, Blutabnahmen führen muss, dann werde ich der Verantwortung nicht gerecht, dass ich als Arzt es eben auch erkennen sollte oder könnte. Und da brauchen wir Ausbildung, da brauchen wir viel mehr Fortbildung auch für Ärzte. Aber da würde man ja jetzt als Laie denken, okay, einen blauen Fleck an einem Körper, das ist ja eigentlich noch einfach zu sehen, das wüssten Ärzte jetzt. Ist das nicht so? Nee, also gerade zum Beispiel dieses Beispiel mit den blauen Flecken bei Babys. Die wirken banal, das sind 2, 3 kleine blaue Flecken. Die können aber sozusagen darauf hinweisen, dass was viel, viel Schlimmeres passieren wird. Und diese Erkenntnisse, das sind Sachen, die sich in den letzten Jahren noch erst entwickelt haben in der medizinischen Forschung. Und das ist kein Allgemeinwissen bei Ärztinnen. Ich find's ja großartig, was Dr. Herrmann geleistet hat in der Sensibilisierung der Ärzte und Ärztinnen für misshandelte Kinder. Aber ich glaube, wir sind uns einig darin, dass die Fälle, die bei Ihren Kollegen landen, in der Regel die Spitze des Eisbergs sind. Und dass darunter, medizinisch auf den ersten Blick jedenfalls gar nicht sichtbar, viele Fälle von Vernachlässigung sind, von Kindern, die starke Defizite in ihrem Elternhaus erleben. Elternhäuser, die belastet sind durch Sucht, durch Kriminalität, durch eigene Missbrauchserfahrungen. Und ich glaube, es braucht neben dem noch viel mehr an Energie, an Einsatz, um diese Kinder im Blick zu behalten, die in solchen Situationen aufwachsen. Und ich glaube, diese Familien brauchen Hilfe. Und da, wo deutlich wird, da ist eine Familie in solchen Nöten, in solchen prekären Situationen, da braucht es Leute vom Jugendamt oder Sozialarbeiter, die das einzelne Kind im Blick haben und die Familie darin unterstützen. Die wissen, da ist ein Kind und die wissen, wie geht es dem, mit engmaschiger Dokumentation. All das muss geleistet werden, weil es so viele Kinder gibt, die in Verwahrlosung leben und wo Eltern schlichtweg auch überfordert sind und das selber gar nicht merken, es versuchen zu kaschieren. Da muss wirklich noch mal ganz anders geholfen werden. Sie haben ja die Eltern von Jessica auch im Gefängnis besucht. Das war ja wahrscheinlich nicht so einfach, weil man ja schon entsetzt ist. Wie können Eltern einem Kind sowas antun? Wie sind Sie damit umgegangen? Das kommt ja auch in dem Film vor, dass ich im Grunde von dieser Situation dann, insbesondere der Begegnung mit der Mutter, eigentlich selber ganz, ganz neu anfangen musste, darüber nachzudenken. Und tatsächlich, das, was die Mutter da erzählt hat und dann später auch vor Gericht, dass sie selber härtesten Missbrauch erlebt hat, dass sie in einer Situation war mit ihrer Mutter als Gelegenheitsprostituierte, die Tochter dann gleich mitverkauft hat, wo deutlich wurde, dass diese Frau so gehandelt oder besser nicht gehandelt hat, das lässt sich mit normalen Maßstäben von 99% der Leute nicht erklären, sondern da ist schon Schreckliches vorgefallen. Und wenn deswegen diese Familie eine Unterstützung bekommen hätte, wo man weiß, da ist das und das gewesen oder da liegen diese Traumata vor, da braucht ein Kind Unterstützung, dann hätte vieles anders kommen können. Das erlebt man ja eigentlich immer wieder, diese sozusagen generationenübergreifenden Biografien von auch Gewalt und Verwahrlosung. Kennen Sie das aus Ihrer Gemeinde auch oder aus der Arche-Arbeit? Auf jeden Fall. Also ich bin jetzt 26 Jahre in meiner Gemeinde und kenne deswegen manchmal Großeltern, Eltern, Kinder, habe dann die Eltern schon als Babys getauft und dann mit den Kindern zu tun. Und da ist es oft so, auch beim ganz normalen, bei der normalen Frage, was soll ich beruflich machen? Ja, meine Tante hat schon von Hartz IV gelebt und meine Eltern auch. Und dann ist überhaupt nicht diese Perspektive. Ich könnte ja auch arbeiten, ich könnte ja vielleicht studieren, sondern dann komme ich automatisch in diese Schiene. Und das betrifft nicht nur diese jeden betreffenden, angehenden Sachen, sondern da geht es dann auch um Missbrauch. Eltern haben Missbrauch erlebt und sind dann vielleicht nicht unbedingt auch Missbraucher, aber sie haben eine
eigene emotionale Verrohung, die sie ganz stark darin beschränkt, ihren Kindern emotional zur Seite zu stehen. Ist das aus ärztlicher Sicht auch ein Indiz, wenn Sie jetzt sozusagen Eltern mit einem Kind kommen, gucken sich auch die Eltern an? Klar, also wir merken ja in den Gesprächen, wenn wir einen Misshandlungsverdacht haben und dann die Gespräche mit den Eltern führen, wie der Hintergrund der Familie ist. Mhm. Wir haben ja Sozialarbeiter, Psychologen, das heißt, wir arbeiten in der Klinik nie als einzelner Arzt oder Ärztin an einem Fall, sondern immer als Team mit unterschiedlichen Berufsgruppen, um diese verschiedenen Facetten und verschiedenen Aspekte der Familie wahrzunehmen. Und das sind sehr, sehr häufig Familien in Not, die eigene Gewalterfahrung haben. Und das Problem ist für uns oder die Herausforderung, auch diesen Menschen respektvoll entgegenzutreten. Also nicht von vornherein eine Verurteilung zu machen oder so ein Schwarz-Weiß-Schema zu gehen, sondern zu gucken, was dient dem Kind am besten. Und dem Kind dient es nicht, wenn ich die Eltern abwerte. Ich muss sagen, ich muss an ihre Verantwortung für das Kind appellieren. Und ja, wir merken das in diesen Gesprächen eigentlich immer sehr deutlich. Aber man muss wahrscheinlich auch aufpassen, dass man nicht genau auch diesem Klischee immer aufsetzt, dass immer sozusagen Eltern, die sozial schwächer wirken, automatisch auch Eltern sind, die sozusagen ihre Kinder vernachlässigen. Ja, ja. Also das kommt ja wahrscheinlich durch die Bandbreite der Gesellschaft vor. Das wäre zu kurz gegriffen. Also Misshandlung, auch sexueller Missbrauch kommt in allen Schichten der Gesellschaft vor. Ja. Das ist richtig. Auch oft bei psychisch kranken Eltern. Mhm. Herr Hage, Sie hatten ja nun, oder haben Ihre Gemeinde ja ganz nah an dem Ort, an dem das passiert ist. Sie haben vorhin schon gesagt, das hat irgendwie die Leute sehr erschüttert. Hat denn der Fall Jessica was verändert in Ihrer Gemeinde? Also in meiner Gemeinde hat das wirklich, war das ein Erdbeben. Und das hat wirklich hat uns das sehr bewusst gemacht, dass wir da etwas machen müssen. Und ich glaube, das hat vielleicht nicht statistisch nachweisbar und so weiter die große Wende gebracht. Aber es gibt ganz viele Biografien, ich könnte Ihnen jetzt Geschichten erzählen, wo Kinder wirklich auch aus ähnlichen Situationen wie Jessica oder auch aus zunächst noch harmloseren Situationen wirklich gerettet worden sind, beziehungsweise wo ihre Familien Unterstützung bekommen haben, die das verhindert haben, dass es weiter eine Negativspirale ist. Und insofern, ja, es hat eine wirkliche Veränderung gegeben. Herr Herrmann, Sie haben jetzt erzählt, dass die Ausbildung der Ärzte besser werden muss. Also ist es letztendlich doch die Aufgabe des Staates, die Kinder zu schützen? Naja, ich denke, es ist immer eine Mischung, wie Sie auch sagen. Also wir brauchen das Engagement des Einzelnen. Also jetzt sage ich mal im Bereich, ein Arzt, der sagt, neben meinem normalen Job kümmere ich mich auch noch um die misshandelten Kinder und mache das vielleicht auch mal in einer unbezahlten Überstunde. Das heißt, wir brauchen individuelles Engagement. Ich muss auf Fortbildung fahren, ich muss mich fachlich weiterbilden, um da kundig zu sein. Und wir brauchen einfach Ressourcen in der Klinik, wir brauchen Stellen, weil sonst ist das nicht nachhaltig. Es hängt immer davon ab, ob Einzelne das tun oder nicht tun. Und das ist letztlich keine Struktur in der Klinik, wenn es eben ja, so von individuellem Engagement abhängt. Und da stellen wir uns einfach vor, dass wir Stellenanteile auch für Kinderschutz brauchen. Und das ist natürlich eine Aufgabe der Finanzierung. Also ohne eine vernünftige Finanzierung werden wir das nicht nachhaltig etablieren in Kliniken. Wo steht denn der Kinderschutz in Deutschland? Wo steht der Kinderschutz in Deutschland? Er ist sehr vielfältig und ich glaube, die Erkenntnis, dass wir das nur in unterschiedlichen Berufsgruppen zusammen in der Zusammenarbeit hinkriegen, die ist schon ist ein Mantra. Das heißt, die Erkenntnisse sind da, aber das Miteinander verknüpfen, die Netzwerkarbeit, die muss letztlich auch möglich werden. Wenn der niedergelassene Kollege seine Praxis eine Stunde zumachen muss, um jetzt in einer Fallkonferenz mit dem Jugendamt zu fahren, dann versorgt er eine Stunde nicht die 30 Patienten, die dort sitzen. Das heißt, auch da muss es Wege geben, wie finanziere ich dieses Engagement im Kinderschutz. Also das heißt, der Fall Jessica, um das jetzt noch mal abzubinden, hat schon was bewirkt, aber noch lange nicht genug. Kann man so sagen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Wenn wir als Gesellschaft wirklich wollen, dass Kinder geschützt sind, dann müssen wir uns wahrscheinlich mehr engagieren. Dazu gehört, wie wir eben gehört haben, die bessere Ausbildung oder genauere Ausbildung in diesem Bereich für Ärzte. Und es gehört auch dazu, dass sich mehr Menschen engagieren und einsetzen. Weil letztendlich ist es ja eine Frage von jedem Einzelnen, wie unsere Gesellschaft aussieht und welche Werte darin gelten. Es hängt immer vom Engagement auch der Einzelnen ab. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.